Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es um ein Thema gehen, unter dem sicher viele von euch leiden und unter dem auch ich viele Jahre gelitten habe. Und zwar ist die Rede von trockener Haut. Bei mir hat sich das insbesondere in spröden Lippen, trockenen Händen, aber auch juckenden Schienbeinen wiedergespiegelt. Und was mir wirklich dagegen geholfen hat, möchte ich heute mit euch teilen. Mein erster Tipp gegen trockene Haut fängt bereits bei der Reinigung an, und zwar sollte diese möglichst sanft sein. Hierzu empfehle ich euch, möglichst milde Zuckertenside zu verwenden oder sogar eine tensidfreie Reinigung. Das ist sowohl im Gesicht als auch natürlich am Körper möglich. Zu der Thematik habe ich schon einen ausführlichen Blogpost geschrieben. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, den verlinke ich euch in der Infobox. Genauso wie ein paar empfehlenswerte Reinigungsprodukte, die eure Haut eben nicht austrocknen. Denn wir wollen unsere Haut ja nicht schon bei der Reinigung irritieren, austrocknen und anfälliger machen für äußere Einflüsse, wie es nämlich besonders aggressive Tenside tun. Deswegen mein erster Tipp, eine möglichst sanfte Reinigung. Mein zweiter Tipp gegen trockene Haut ist es, feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe in eurer Kosmetik zu verwenden. Dazu zählen zum Beispiel Hyaluronsäure, aber auch Aloe Vera. Denn manchmal fehlen der Haut einfach bestimmte Stoffe und dadurch wird sie trocken oder sogar rissig und barrieregestört. Und so könnt ihr eurer Haut auch von außen wieder bestimmte Stoffe zuführen. Empfehlen kann ich euch da auch Produkte mit Ceramiden oder Peptiden. Das sind hauteigene Stoffe, die ihr eurer Haut auch von außen zuführen könnt. Und das hat bei mir einen wirklichen Unterschied gemacht. Seit ich diese einfach in meine Hautpflege integriere, ist meine Haut einfach viel geschmeidiger, praller und gesünder. Deswegen achtet einfach mal auf die Inhaltsstoffe in eurer Kosmetik und setzt auf feuchtigkeitsspendende Stoffe. Mein dritter Tipp ist insbesondere für sehr trockene und sogar barrieregestörte Haut gedacht, denn hier solltet ihr ganz besonders darauf achten, dass die Feuchtigkeit auch in eurer Haut eingeschlossen wird. Hier gibt es einfach bestimmte Inhaltsstoffe, sogenannte okklusiv wirkende Inhaltsstoffe, die eine Art schützenden Film auf eure Haut legen und die Feuchtigkeit besonders gut in eure Haut einschließen können. Dazu zählt zum Beispiel Shea Butter. Als weiteren Hautpflegetipp gegen trockene Haut möchte ich euch empfehlen, hochwertige Pflanzenöle in eure Pflege zu integrieren. Das hat mir wirklich sehr gut geholfen. Da gibt es natürlich super viele unterschiedliche Öle. Ich empfehle für trockene Haut insbesondere Weizenkeimöl. Das hilft wirklich sehr gut auch bei so schuppenden Stellen. Aber auch ein super Öl für den Alltag ist auf jeden Fall Avocadoöl. Wenn ihr sehr trockene Haut habt, würde ich euch nicht empfehlen, die Produkte pur zu verwenden, sondern am besten gebt ihr diese dann in eure Bodylotion oder auch in euer Serum, wenn ihr die Öle im Gesicht verwenden wollt. Für mich hat es aber auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied gemacht und meine Haut ist seitdem insgesamt praller, gesünder und ausgeglichener. Dann möchte ich euch noch empfehlen, Peelings gegen trockene Haut zu verwenden. Und auch hier kommt es natürlich wieder darauf an, welches Peeling ihr verwendet. Ich würde euch abraten von diesen altbekannten mechanischen Peelings, sage ich mal, mit denen ihr eure Haut abrubbelt und somit die toten Hautschüppchen entfernt. Damit könnt ihr eure Haut nämlich zusätzlich verletzen. Ich würde eher empfehlen, auf sanfte Fruchtsäure-Peelings zu setzen, die ganz mild dosiert sind. Gerne packe ich euch hier auch nochmal ein paar Favoriten von mir in die Infobox, die ich euch empfehle. Kann. Das ist einfach viel gleichmäßiger und sanfter zur Haut und darunter kommt dann einfach die gesunde, glatte und weiche Haut zum Vorschein, die natürlich auch weiterhin gepflegt werden muss. Wenn eure Haut bereits ausgetrocknet oder irritiert ist oder auch um dem vorzubeugen, kann ich euch sehr ans Herz legen, mal Kosmetikprodukte ohne Alkohol zu verwenden bzw. nur mit einem geringen Anteil, denn in größeren Mengen trocknet Alkohol die Haut leider stark aus, deswegen würde ich da echt mal drauf verzichten. Außerdem kann ich euch noch empfehlen, mal Produkte ohne Duftstoffe zu verwenden, denn wenn ihr insbesondere auch trockene, irritierte Haut habt, können Duftstoffe zusätzlich dazu beitragen und das wollen wir ja genau verhindern. Gerne packe ich euch zu der Thematik auch nochmal ein paar Links in die Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Bei trockener Haut sind natürlich nicht nur die richtigen Pflegeprodukte essentiell, sondern auch noch ein paar andere Faktoren. Und zwar solltet ihr insgesamt darauf achten, eure Haut nicht zusätzlich zu irritieren. Das geschieht zum Beispiel durch zu heißes Duschen, durch zu starkes Abrubbeln nach dem Duschen, durch lange Sonnenbäder. Also alles, was eure Haut zusätzlich irritiert und austrocknet, versucht dann mal drauf zu achten und ihr werdet sicher einen Unterschied feststellen. Dann möchte ich noch einen altbekannten Tipp mit euch teilen, der leider oftmals vergessen wird, deswegen möchte ich ihn hier nicht unerwähnt lassen. Und zwar ist es einfach ausreichend zu trinken. Denn wenn ihr zu wenig trinkt, dann zieht sich euer Körper die Feuchtigkeit aus der Haut und diese trocknet weiter aus und das wollen wir genau vermeiden. Deswegen ist es einfach essentiell, jeden Tag mindestens 2 Liter stilles Wasser zu trinken oder auch ungesüßten Kräutertee oder Früchtetee. Das tut auch nicht nur eurer Haut gut, sondern ist wichtig für den gesamten Körper, also probiert das unbedingt aus.
Verzichten solltet ihr dagegen auf einen übermäßigen Konsum von Nikotin und Alkohol, weil dadurch die Nährstoffaufnahme gehemmt wird und sich das dann auch in der Haut widerspiegelt. Gleiches gilt übrigens auch für einen übermäßigen Kaffeekonsum. Dadurch könnt ihr auch bestimmte Nährstoffe aus der Nahrung nicht so gut aufnehmen und das sieht man dann auch wieder in der Haut. Also kann ich euch empfehlen, morgens vielleicht lieber mal zu einem Tee statt zum Kaffee zu greifen. Mein letzter Tipp dreht sich um die Ernährung. Das ist wirklich essentiell und ich möchte das unbedingt mit euch teilen, weil ich das selber jahrelang falsch gemacht habe. Und zwar habe ich mich früher immer fettarm ernährt, wodurch meine Haut wirklich sehr trocken war. Aber inzwischen habe ich herausgefunden, dass man auch mit gesunden Fetten seine Haut von innen wieder auffüllen kann, beziehungsweise die hauteigenen Lipide. Und dadurch wird die Haut einfach wieder viel geschmeidiger und elastischer. Und da solltet ihr insbesondere auf Omega-3-Fettsäuren achten. Diese sind vor allem in fettem Fisch, in Leinöl, aber auch in Nüssen enthalten. Und ja, das habe ich inzwischen alles in meinen Speiseplan integriert und meine Haut ist wirklich längst nicht mehr so trocken wie früher. Probiert es doch selbst einmal aus. So, das waren jetzt meine Tipps gegen trockene Haut. Ich hoffe, da war auch ein bisschen was für euch mit dabei. Solltet ihr noch Ergänzungen haben, schreibt diese unbedingt in die Kommentare, dann können wir uns dort noch so ein bisschen austauschen. Schaut auch gerne in der Infobox vorbei für weitere Informationen und so ein paar Produktempfehlungen. Und dann hinterlasst dem Video noch einen Daumen nach oben, hinterlasst auch gerne ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!